Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem wundervollen Spiel namens, ihr wisst es schon, Enshrouded. Jo, wir haben noch so ein, zwei Sachen zu tun. Oh, wir hatten eigentlich noch, nicht nur, das Feuer falsch platziert, kann das sein? Oder muss das so? Es ist falsch rum, Mutti. So ist richtig rum. Schon gefragt. Ja, jetzt ist gut. Wir haben doch schon längst hier was aus dem Dingel hier fertig. Jo. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Okay, Mais noch nicht. Aber Buschsetzling. So. Also ganz dumm. Jetzt mal so ein paar Büsche. Und das sind jetzt nochmal andere Dinge. Ich möchte es gerne mal probieren. Umtopf. Okay, man könnte sie auch theoretisch umtopfen. Wir lassen die mal wachsen und beziehungsweise wir lassen mal was passieren, sag ich mal. Wir wollten heute noch ein, zwei Sachen machen. Ich nehme heute noch ein bisschen auf. Nicht viel, aber noch ein bisschen. Ich wollte sehr gerne das hier machen. Und das hier machen. Also, ja. Wir sagen, schnecken wir mal los. Und schaffen das. Was wir dort brauchen, holen uns als allererstes den Elixierbrunnen. Der ist irgendwo hier unten tatsächlich. Der ist direkt unter uns. Oh. Das wird jetzt mal spannend. Was kriegen wir hin? Das sieht doch gut aus. Wir landen direkt beim Elixierbrunnen. Und wird versuchen, genau hier zu parken. Guck mal. Das lief doch. Okay, ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Okay. Waren wir nicht hier schon in sowas, oder? Oh Gott. Diese blöden Dinger wieder. Ah, da hinten ist jetzt, was wir suchen. Okay, hier kommen wir nicht so weiter. Müssen wir wahrscheinlich hier rum. Apropos, ich sollte vielleicht mal was zu mir nehmen. Und, ah, das habe ich nicht als... oh nein, das Spiel ist abgeschützt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Gerade auf dem Weg nach unten. Ja, das ist irgendwie blöd gelaufen. Aber das kann auch mal passieren. Das Spiel ist nochmal Early Access, also... ey, das Spiel ist in der allerersten Session nicht einmal abgestürzt. Möchte ich nur mal sagen. Ja. Also von daher bin ich da doch sehr happy, was das angeht. Okay. Mhm. Oh, da. Passt. Dann gehen wir mal gucken. Ah. Das Ding ist natürlich wieder da. Und sind mal Vorsicht. Oh nein. Oh nein. Na komm. Oha. Also manchmal das Aiming-System würde ich mir anders wünschen. Also nicht mal negativ gemeint. Genau das da. Eigentlich könnte man eine Bombe werfen, wenn ich eine hätte. Ach man. Muss man halt draufhalten jetzt.
komm schon. Ich meine, ist ja schön und gut und alles. Aber das geht ja halt. Ah, jetzt ist es kaputt. Na toll, danke. Was war denn das jetzt? Eine Explosion wieder. Was ist das? Heilungsstrom haben wir bekommen. Ah, Mias mal wieder herstellen, okay. Soli. Ah, hier Myzele. Weiß noch immer nicht. Ich hoffe, wir können irgendwas mit den Myzelen machen demnächst. Ah, der wirft nach uns. Alles gut. Da ist er, ja. Hey, Kollege. Passt. Und damit hätten wir ihn. So. Ich überlege, ob wir das Ding nicht einfach schnell kaputt machen. Na. Besuch. Von oben. Naja. Na, komm her. Der ist auch weg. Oh nein. Dumme Dinger hier. Besser. Nein, 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 nein. Nicht so, nicht sowas. Don't do it. Oh nein. So. Hier sind weitere eklige Viechers. Moment. Reicht das? Das sollte reichen. Dann haben wir das Ding schon mal weg. Und wir bekommen Erfahrungspunkte. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so wichtig. Gar nicht mal so unwichtig. Pass auf. Nein. Okay. Oh, ha. Hi, Kollege. Oh, Mann, ey. Jetzt. Das Anvisieren funktioniert. Also, es funktioniert nur. Na, gönnen wir uns das mal. Ich wünschte mir da manchmal... Ah, da kommen die her. Es gibt also auch für die so Höhlen. Okay. I see. Hey, na du? Da kommt der nächste. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Pass auf. Du bist weg. Gut, dass wir Magier sind. Da kümmert man sich noch um so Viecher. Um so Typen. Ich frage mich, ob es manchmal mehr zu entdecken gibt. Oh, sogar Stufenaufstieg. Sehr schön. Na, komm. Na gut. Miasma tut mir jetzt auch nicht mehr so viel. Suche im Alchemist Tower. Ich will erstmal noch so ein bisschen umgucken. Das ist schon genial. Muss man schon sagen. Ich würde gerne noch mal so ein, zwei Ecken durchgucken. Aber hier gibt es eigentlich meistens... Also das ist so ein bisschen wenig rewarding, außer dass man die Erfahrungspunkte bekommt. Da wünschte ich mir manchmal noch ein bisschen mehr. Aber es ist halt so, ja, schön. Oh nein. Aber da oben ist was. Pass auf.
Wir machen schon gut Schaden mit dem dummen Ding hier. So. Das wollte ich wenigstens noch mitnehmen. Wow. Das hat sich ja sehr gelohnt. Okay, pass auf. Dann machen wir das als nächstes. Und dann können wir nochmal hinfliegen. So, das ist irgendwo da hinten. Würde eigentlich gerne meine Sachen und so, aber okay, pass auf. Wir reparieren unsere Sachen. Wir vergeben übrigens noch viele Erfahrungspunkte. Wir haben noch Erfahrungspunkte bekommen, Omas. Und dann gucken wir gleich weiter. So, weil wir haben unter Fähigkeiten jetzt die Möglichkeit, den Doppelsprung zu lernen mit 5. Beim Zauber, ich bin der strahlende Aura. Alle Boote werden 100 Metern erhalten. Okay, hübsch. Fort. Wasseraura. Okay, krass. Der Heiler ist ganz cool. Wenn Stäben Schaden Gegner verursachen, wird bestimmt eine Chance von mir. Okay, krass. Auch interessant. Das ist der Tank Erdaura. Umkastungsmenge wird um 10% reduziert. Mhm. Athlet mit dem Bash. Ich würde den hier jetzt nehmen. Ist mir egal. Sprungangriff. Fernweh. Okay. Kondition könnten wir nochmal nehmen. Willenskraft. Willenskraft macht mehr Schaden, oder? Totenbeschwörer auch cool. Komm, wir nehmen hier die Intelligenz. Oder nehmen wir hier die Intelligenz mit? Nehmen wir hier die Intelligenz mit. Oh, das da. Okay, wir sind ein intelligenter Typ. So, jetzt. Oh, jetzt fühle ich mich wie ein Jedi. So. Gut, dann rüber hier hin. Wir haben echt noch so ein paar Sachen, Kleinigkeiten zu machen. Ne? Das ist halt hier drüben, Liebesbrief an die Königin. Also das müssen wir schon echt jetzt systematisch mal abarbeiten. Gerade die hier in der Nähe. Was ist da lang? Was macht mehr Sinn? Ich glaube mittlerweile eigentlich fast schon. Ach, ich hätte mich noch ausruhen können. Na egal, passt schon. Okay, das ist in die Richtung. Bin gespannt. Ich würde versuchen, da oben zu landen. Damit, wenn wir da oben sind, dass wir dann hoffentlich nochmal ein paar Wege gehen können. Nicht mit mir, Kumpel. Dass wir hier nochmal, wenn wir hier oben sind, dass wir gegebenenfalls. Ich nehme einfach mal ein bisschen Stuff mit, man weiß ja nie. Oh, Glühwürmchen, schön. Dass wir von hier aus fliegen können. Das ist so meine vage Idee. Ich wage zu bezweifeln, dass wir da hochkommen, oder? Na, vielleicht über diese Ecke hier. Ja, noch das da. Das passt. Wasser trinken. Honig. Passt. Das scheint eh hier zu sein. In der Nähe von Miasma
Was bist du denn? Bist du Lehm? I don't know, was es ist, aber es ist da. Ist das Salz? Dann bezähl erstmal. Ich will nur mal gucken. Ah, alles mitzähle. Na. Da schenken wir uns nichts. Aua. Okay, passt. Alter, der weicht mir echt aus, ne? Okay. Meine Güte. Visier doch den richtigen an. Okay, passt. Aha. Ist was zum Mitnehmen? Eine explosive Sache. Ist das da oben Salz? Das scheint Salz zu sein. Aha. Dann mache ich hier eine Markierung mit das da. Machen wir das da. So. Also hier gibt's Salz. Salz brauchen wir ja für die Felle. Ich freue mich schon auf anderes Zeug, was wir demnächst wahrscheinlich auch abbauen können. Oha. So, dann haben wir das entdeckt, ne? Das war ja das Entscheidende. Erobere die Wildnis zurück. Dann haben wir hier unten Obelisk der Erbauer. Da könnten wir hin. Oder wir könnten simply einfach dahin erstmal. Okay, ich glaube Salz ist okay. Oh nein. Alles gut, Kollege. Aha, da oben ist noch einer. Ach, verdammt. Nein, mit mir, Kumpel. Na. Kriegst du gleich zweimal hintereinander. Ein Schwert erhalten. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Aber ich. Oh, hier ist sehr, sehr viel davon. Von den Salzminen. Beziehungsweise vom Salz grundsätzlich. Gut, ich würde sagen, wir machen den Willi. Und versuchen so schnell wie möglich hier rauszukommen. Sonst haben wir gleich ein kleines Miasma-Problem. Aua. Das ist das Problem. Okay, los geht's. Okay, das ist auch cool hier. Ich würde gern wissen, was das hier alles ist, aber ich werde es wohl so in naher Zukunft nicht erfahren. Oh, verdammt. Ich laufe einfach wie wild umher
In der Hoffnung, dass ich hier einen Ausweg finde.